Herzlich willkommen hier in der Lausanne Klinik erneut zu einem weiteren Brust-Special. Heute zum Thema Kapselfibrose. Kapselfibrose ist eines dieser grossen Risiken nach einer Brustvergrößerung, die man überall davon liest. Ich sage Ihnen jetzt, sagen, was man genau unter Kapselfibrose versteht. Das Implantat, das man in den Körper hineintut, ist ein Fremdkörper. Das bedeutet, dass Ihr Körper darum automatisch eine Hülle macht aus Bindegewebe und so eine Kapsel bildet um das Implantat herum. Das heisst, eine Kapselbildung ist etwas Normales, das passiert nach jeder Brustvergrößerung und das ist auch gut so, weil das schützt auch das Implantat. Jetzt kann es aber selten vorkommen, dass die Kapsel aus Bindegewebe mit der Zeit plötzlich wie eine Narbe sich kann verdicken und zusammenziehen. Wenn das passiert, dann merken Sie, wie Ihre Brüste plötzlich asymmetrisch werden, wie eine Brust plötzlich immer mehr so ein bisschen verzogen wird und hart zum Anlangen. Grundsätzlich ist das für den Körper nichts Gefährliches. Meistens macht es auch nicht weh. Jedoch optisch gefällt es den Leuten nachher nicht mehr und kommen darum vorbei. Jetzt, was muss man machen, wenn Sie eine Kapselfibrose haben? Man muss das Implantat muss man wechseln, man muss es rausnehmen und je nach Stärke, Schweregrad muss man auch die Kapsel mit rausnehmen oder kann einfach eine neue Tasche machen. Die Risiken, dass Sie eine Kapselfibrose bilden, sind verbunden mit den Infektionsrisiken, weil man weiss, dass zu einem grossen Teil Bakterien verantwortlich sind, dass es zu einer Kapselfibrose kommt. Jetzt, wir machen sehr viele Vorkehrungen hier in der Lausanne Klinik gegen Infektionen und können darum auch das Kapselfibrose-Risiko sehr tief behalten. Aktuell sind wir bei einem Risiko von einem knappen Prozent pro Jahr. Das Risiko, dass es Kapselfibrose gibt, besteht jedes Jahr. Das ist wichtig zu wissen. Das kann auch nach 20 Jahren auftreten. Und in jedem Jahr haben Sie ein knappes halbes Prozent Risiko, dass es links oder rechts entstehen kann. Okay, ich hoffe, der Brust Special hat Ihnen weitergeholfen und ich danke Ihnen fürs Zuhören.